Ja, dann machen wir doch mal wieder ein kleines Kaleidoscape-Video. Und wenn du dir die Zeit sparen willst, ich zeige dir zwar ein paar kleine News, aber lass mal hier die Katze gleich aus dem Sack. Nein, einfach nein. Kaleidoscape und Deutschland nach wie vor kein Mix. Ich flüchte jetzt ein bisschen vor der Lautstärke hier. Übrigens ein wunderschönes Display hier von Quantum Media Systems. Liegt bei ca. 350.000 Euro. Wahnsinnig gute LED-Wall, bestehend aus Teils, aber die man hier nicht mehr erkennt. So, wir flüchten mal. Also nach wie vor Situation, dass Kaleidoscape sagt, wir wollen und können nicht in Deutschland aktiv werden oder in anderen Ländern, outside von US, Kanada oder UK, weil wir schlichtweg mit den Filmlizenzen, mit den Filmrechten nicht klarkommen. Und wenn wir nur mit ein, zwei Studios arbeiten lokal, dann macht es uns keinen Sinn, den Aufwand zu gehen, irgendwo einen Markt zu adressieren. Deswegen offiziell Kaleidoscape in Deutschland nach wie vor nein. Betonung liegt auf offiziell. Wenn man es trotzdem nutzen will, gibt es Mittel und Wege, da können wir da mal drüber sprechen. Aber dann halt immer nur für die englischen Titel. Und wenn du die dann haben willst, hast du dann auch diese schöne Oberfläche, die jetzt erfreulicherweise wunderbar hier demonstrierbar ist. Und dann kannst du dir die Titel raussuchen. Und das Kaleidoscape-Grundkonzept ist total cool. Anders wie Netflix oder was auch immer, Apple TV, streamst du dort ja live runter, während du es anschaust. Und bei Kaleidoscape kaufst du den Film einmal. Es gibt auch Leihoptionen, aber das halt nur für die neuen Filme, ganz neuen Filme. Und lädst die dann einmal komplett runter. Ja, und dann hast du in noch besserer Qualität auf einer 4K Blu-ray, weil Kaleidoscape die Mezzanine-Files nutzt, die aus dem Kinobereich abgeleitet sind. Boah, zum Glück habe ich das Mikrofon dabei. Und worauf das downgeloadet wird, zeige ich dir hier nämlich, bam, einmal einen solchen Server. Die sind nämlich hier ein Stück weit auch neu, gibt es eine neue Generation, nennt sich Prime. Aber es läuft nicht nur Transformers drauf. Und hier haben wir dann den Client dazu. Das ist ja der Server, der hat ja wirklich nur HDMI eingespart. Blödsinn, der hat nur Netzwerk und Strom. HDMI gibt es dann hier bei dem reinen Client. Früher gab es mal den Kaleidoscape Strato. Cooles Ding, das haben wir bei uns im Showhouse. Da hat er genau den gleichen Formfaktor mit integrierter Festplatte und HDMI-Ausgang. Also Server und Wiedergabegerät in einem. Da konnten wir bis zu 4 Stück in einem Netzwerk miteinander verbinden und dann richtig cool nutzen. Damals konnten wir auch noch die Ultraviolet-Lizenzen übertragen. Das geht mittlerweile nicht mehr. Du musst die Filme bei Kaleidoscape kaufen, kosten aber ungefähr genauso viel oder wenig. Gibt es auch viele Sonderaktionen, wie jetzt bei gängigen Online-Plattformen. Genau. So, jetzt zu den technischen News, damit das Ganze doch auch noch mal ein bisschen sich abhebt von der Information vom letzten Jahr. Es gibt dieses Jahr frisch die vorher erwähnten Prime-Server und die Unterschiede liegen hier oben, da siehst du schon, SSD, die Festplattenkapazität wird mit Hilfe von den entsprechenden Festplatten realisiert, was für mehr Geschwindigkeit sorgen soll. Dazu trägt noch dazu bei, dass es auch neue Mainboards gibt bei den Servern mit 1000 Gigabit Bandbreite und generell nochmal besseren Prozessoren. Einfach das ganze Thema, gerade wenn du große Filmdatenbanken hast mit den entsprechenden angehobenen Kapazitäten, dann flutscht das Ganze auch dann, wenn du das in deiner Yacht oder in deinem Haus mehrfach streamst und das dann dadurch insgesamt besser skalierbar ist, sodass der Filmgenuss überall im Haus stattfindet. So, brauchst du nur noch hier ein solches Leinwand-Display-System und dann kann es losgehen. So viel von Kaleidoscape, sieh dir im Jahr 2023.